Können wir den auch eigentlich, ja, müssen wir eigentlich mal. Zack. Oh, wir haben jetzt nicht was wir erwertet, was eigentlich was ich bräuchte eigentlich. Okay, das kann ich jetzt nicht machen, weil das ist bleibverkleidet und das ist eigentlich gut so. Lassen wir es so, wie es ist. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Mann. Haben wir jetzt alles geschützt eigentlich? Schaut so aus. Wir haben die Brille, wir haben Arm. Link, links. Raider Lady. Die Hut. Die Brust. Linkes Bein. Rechter Arm. Rechtes Bein. Gut. Dann dürfte alles so geschützt sein, wie es sein sollte. Dann speichern wir sie jetzt aber nochmal. Was heißt nochmal? Mal wieder, so rum. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser komischen. Zu diesem komischen Ort, den wir gerade eben waren. Also nicht Tempines Bluff, sondern der andere mit den Robotern, mit dem Mr. Gutsies. Wollen wir von da aus nämlich dann zu diesem Mass Fusion, glaube ich, hieß es jetzt nochmal, dahin gehen. Da wollen wir hin. Dogmeat hat was gefunden. Vergiss es. Nee. Hab ich keinen Bock drauf. Nicht schon wieder, dass du mich da hinführst und wieder nichts ist. Da gehen wir jetzt hin. Bei Fuß. Und sind wir da? Sind wir da? Sind wir da? Wir sind da. Zumindest ich bin da. Dogmeat noch nicht. Ach ja, warst du kurz drin gewesen, dass mir die Tür schon mal aufgemacht hat, also war lieb von dir. Okay, wir kriegen jetzt hier gerade. Hund, geh doch mal aus dem Weg. Gerade irgendwie Strahlung als. Hund ist. Ernsthaft? Aus irgendeinem Grund wird es gerade mehr. Ah, okay, kein Wunder. Och, ernsthaft. Okay, wir sind hier nur umgeben von dem Zeugs hier. Hier ist nur radioaktives Zeug. Das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen beeilen, wenn wir hier rumrennen wollen. Idee? Okay, bei Idee waren es zwei. Das wären dann drei. Cool. 13.07. Nachdem er es 34 Tage ohne Unfall geschafft hatte, ist Lester hinter dem Kabelstapler gestolpert, als er rückwärts fuhr. Jetzt fangen wir wieder bei Null an. Außerdem mussten wir wieder die ganze denken, sie an ihren Helmposter aufhängen. Als ob ihm so ein Ding das Leben gerettet hätte. 4.8.
Der Betriebsausflug sieht in ein paar Wochen an. Ach, ich bin halt zu müde. Der Betriebsausflug steht in ein paar Wochen an. Jetzt aber. Mr. Feld meinte, dass er für alle Mitarbeiter verpflichtet ist. Vor allem für die Vorgesetzte. Vor allem für Vorgesetzte, so rum. Ich hasse diese Ausflüge. Es ist schon schlimm genug, die Woche über sich mit diesen Leuten rumschlagen zu müssen. Jetzt muss ich auch noch ein ganzes Wochenende über so tun, als würde ich sie mögen. Manchmal beneide ich Lester. 22.8. Ein Gefahrgutinspektor kam heute unangemeldet vorbei, um bei uns eine Überprüfung durchzuführen. Ich hatte das Gefühl, dass er eine Ahnung davon bekommen hat, was hier wirklich passiert. Ich habe Mr. Feld davon erzählt und er meinte, dass wir den Inspektor loswerden müssen, wenn er hinter die Sache hier kommt. Und er meinte damit nicht, dass wir ihn bitten sollen zu gehen. Nun ja, er ist dahinter gekommen, also mussten wir ihn loswerden. Wenn jemand rausfindet, was wir hier getan haben, wandere ich für den Rest meines Lebens in den Knast. Sicherheitstüren. Türen öffnen. Sollten uns hier ein bisschen beeilen, was wir hier tun. Da kamen die rein. Jetzt gehe ich mal hier rein. Okay, hier geht's mal raus. Ne, da habe ich jetzt erstmal keine Lust drauf. Hier ist man sowieso nicht sicher, egal wo ich jetzt lang gehe. Ich kann immer wieder mal nachlegen. Hund müsste schon bald ein drittes Bein wachsen. Oder ein viertes rum. Fünftes doch rum. Jetzt aber. Viertes, fünftes, sechstes, ne? Geschafft. Naja. Voll verstrahlt hier die Gegend. Macht voll Spaß hier zu sein. Ich muss mich voll beeilen, hier wieder zurück wegzugehen. Da es ja zu viel wird, was ich hier mache. Ah. Gut, dass wir erst das Zeug gekauft hatten. Ah, was für eine Sicherheitstür! Ah. Ja, müssen die mich immer so, erschrecken, die Viecher? Hier ist sonst nichts mehr anscheinend. Ja, ich weiß. No? Okay. So. Ernsthaft, eine legendäre? Kleine Mini-Fotz-Kakerlacke. Feierabend. Au. Push, weg. Push. Weg mal's Puff. Weg mal's Bumm. Oh. Bonnie, ich dachte. Okay.
jetzt noch was gekriegt. Ist da hinten noch irgendwas? Nö. Außer verstrahltes Zeug, es ist hier gar nichts. Hund, geh doch mal weiter. Ernsthaft. Was finden Sie jetzt? Wird denn jetzt eigentlich gerade geöffnet? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe hier als falsch. Oder gibt es hier noch einen Eingang? Oder Durchgang? Oh, Hund, ist doch mal ernsthaft nicht wahr, dass du ständig einen im Weg rumrennst. Okay, hier ist nichts, was man brauchen könnte. War es das jetzt schon hier? Scheint wohl so. Wir könnten jetzt noch mal da laufen, da sehe ich nämlich, dass da irgendwie noch eine Farm für uns sein könnte. Und es gibt ja immer noch diese Farm, die von Ghulen betrieben werden soll. Ich hoffe, dass wir nicht so schnell sind. Au! Ich hab nichts mehr. Nein, 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 da ist ein Typ. Okay. Der scheint friedlich zu sein. Hey, hey! Immer schön Abstand halten. Keine Angst, ich tu dir schon nichts. Ach, da mach ich mir keine Sorgen. Es ist nur. Ich glaube, ich habe gerade abgelaufenes Dosenfleisch gegessen. Okay. Vielleicht waren es auch drei. Hat erst lecker geschmeckt, aber. Jetzt, das Zeug dreht mir den Magen um und, ja, du riechst es ja sicher schon. Dosenfleisch von Longneck Lukowski ist meine Fresse. Dosengift von Longneck Lukowski trifft's eher. Hier, der Rest ist für dich. Ich fass das Zeug nicht mehr an, als ich morgen noch lebe. Und wenn dir dieser Lukowski über den Weg läuft, sag ihm, er soll in der Hölle schmoren. Oh Gott, entschuldige. Vielleicht gehst du lieber, wenn es das gleiche ist wie letztes Mal. Gibt's gleich eine Riesensauerei. Okay. Wir folgen jetzt erstmal hier diesen Dingens hier. Hier war mein Haus. Ah, ja, Alter. Musst du mich so erschrecken? Da ist nichts von ihm. Verdammt, 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 verdammt. Aua. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Elendig und blöd. La 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 la. So. Was ist denn da?
im Bauklötzchen. Wir entdecken jetzt erstmal auch diesen Ort hier und dann machen wir uns erstmal wieder nach Sanctuary. Weil ich erstmal nochmal zurück möchte. So. Komm. Lass dich entdecken, Ort. Hallo? Ort? Okay. Ach, schon. Ich will jetzt, glaube ich, erstmal elendig hier draufgehen. Wo schießt sie denn da noch? Okay. Da schießt noch einer. Da hinten. Ah, das ist ein Hund. Oder? Ja, ein Hund. Haha. Okay, jetzt öffnen die jetzt auch nicht mal an. Natürlich gerade mir da mitten rein in diesen blöden Kampf zwischen denen. Keine Munition mehr! Verdammt! Da haben wir natürlich jetzt auch nichts, klar. Au! Ja, das bringt jetzt gar nichts. Okay, das bringt jetzt auch nichts. Das habe ich auch nicht. Ah. Das bringt aber was. Ich muss auf mein Leben achten, dass das wieder so beendet wie das letzte Mal. Ein guter Kampf und ich wie drauf. So. War es das jetzt oder wollen noch ein paar Leute mehr mit mir schon? Aha, endlich hab ich was entdeckt. Jetzt hoffe ich halt, dass ich mit dem Sinn vielleicht sogar die Waffe bekomme. Institutpistole. Institutgewehr. Dürfte, glaube ich, gerne auch gut sein. So. Wir haben jetzt die Schule entdeckt. Das wird wohl hier die Schule sein. Ups. Wir haben jetzt Sorghum Joes Firmenhauptsitz entdeckt. Ah ja. Okay, wir haben jetzt von irgendeinem Joe den Firmenhauptsitz entdeckt. Das ist schon mal gut bestimmt. Dann ist das da die Schule, oder? Ups, Entschuldigung.
Okay. Wenn das hier die Schule ist und ein Zigarettenautomat davor steht, dann mache ich mir aber Gedanken. Da sind Bücher. Ich tue jetzt gerade die besagte Schule. Und da gammelt noch ein Supermutant rum. Können wir ihn denn so erwischen? Nein, können wir nicht. Ach, Gottchen, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ah, okay. Bei dem. Ja, das dachte ich mir. Und bei beiden waren die Mauer getroffen. Wir sind gut.